Hey Freunde des guten Geschmacks. Ja, ich mache hier an dieser Stelle wieder ein Tutorial über dieses Motion Tracking, was einige von euch sicherlich schon kennen, was schon in Blender integriert ist. Nämlich, ich glaube, Tomato Branch, oder? Ist ja auch egal. Auf Graphic All würde ich euch empfehlen, dann einfach eine aktuelle Version zu downloaden. Da ist das immer dabei. Gut, dann fangen wir mal an. Am Anfang würde ich sagen, also hier muss natürlich die Framerate stimmen von eurer Videodatei. Endframe weiß ich gerade gar nicht. Aber switchen wir mal hier zum Motion Tracking. Müsste hier eigentlich schon drin sein, bin ich nicht sicher, ob das bei euch auch drin ist. Ansonsten könnt ihr das auch selber machen. Hier im Plus und dann könnt ihr das hier von mir aus Tracking nennen. Und dann bearbeitet ihr euch das Ganze hier mit dem Movie Clip. Das hier an der Seite braucht ihr nicht, beziehungsweise den, wieso hat er mir das jetzt gemacht? Den Button Properties Dinger hier, den könnt ihr wahrscheinlich schon ein bisschen verwenden. Naja, okay, dann laden wir mal ein Video rein. Ich denke mal, das werde ich auch hochladen und zwar nicht auf irgendeiner doofen Media Fire oder so, was eh nach ein paar Monaten wieder weg ist, sondern in der Dropbox, auf die kann man sich wenigstens verlassen. Gut. So, schauen wir mal erstmal, wie weit das Video geht. Dann werde ich das nämlich ein bisschen verlängern. Ich glaube, es geht ganz genau 300 Frames. Und was ihr jetzt eigentlich einstellen solltet, damit das auch alles hier im Cache landet, also das ganze Video, weil wie ihr seht, hier unten diese blauen Dinger, die sind im Cache. Und wenn der Cache von euch zu klein eingestellt ist, dann kann der gar nicht das ganze Video im Cache behalten. Das heißt, der rechnet das immer wieder neu. Und deswegen gehen wir hier auf das System bei den Blender User Preferences und suchen hier unten bei Sequencer Clip Editor den Memory Cache Limit. Das habe ich mir jetzt schon auf 4 GB erhöht. Das ist natürlich davon abhängig, wie viel euer Arbeitsspeicher hergibt. Also ich habe hier 12 GB verbaut und da sind 4 GB auch kein Problem. Also ich denke mal, so 2-3 GB werden reichen für so ein Video. Ne? Wenn ihr natürlich was extra Langes habt, dann wird es da schon enger. Dann müsst ihr entweder überlegen, das Video in mehrere Parts zu unterteilen oder eben ja, Arbeitsspeicher auffrischen. Oder ihr lebt einfach damit, dass das dann immer wieder neu rechnen muss. Und jetzt lasse ich das Ganze mal mit Alt-A abspielen. Also hier kann ich gar nicht die Shortcuts einblenden lassen. Das geht nur im 3D-View. Darum sage ich euch das jetzt einfach mal. Gut, jetzt haben wir das Ganze im Cache. Und dann fangen wir mal mit einem sehr, sehr wichtigen Punkt an, dem Camera Data. Das heißt einfach eure Informationen von der Kamera, von Sensor, von Objektiv. Ich habe dieses Video mit meiner iPad-Kamera aufgenommen. Da habe ich mir jetzt auch hier einfach was erstellt. Wir sehen, hier sind auch schon viele Presets vorhanden. Aber verdammt, wieso speichert er das jetzt nicht? Gut. Dann gebe ich das Ganze nochmal ein. Das sind bei mir ein Sensor Width von 4,54 und die Focal Length 4,28. Da müsst ihr einfach suchen, weil das ist verdammt wichtig, dass das richtig ist oder wenigstens annähernd richtig. Später kann man das hier noch refine lassen, also ein bisschen von Blender berechnen lassen. Aber das muss schon eigentlich fast richtig sein, damit die Ergebnisse später auch stimmen. Gut, mehr braucht man hier gar nicht einstellen. Ich stelle hier noch Lock to Selection. Das geht gleich zum Tracker, also das gilt für den Marker, Tracker Marker. Und das Search stelle ich mir auch ganz gerne ein. Gut, dann fangen wir mal an. Mit Control Linksklick können wir einen Tracker setzen. Und zwar sollte dieser Tracker immer an einer relativ kontrastreichen Stelle sein, damit Blender das Ganze auch schön tracken kann, also damit Blender weiß, hier muss der Punkt getrackt sein. Wenn da jetzt hellbraun neben dunkelbraun ist
und der Übergang ziemlich weich, dann wird es schwer und dementsprechend ist später auch das Ergebnis. Gut, man sieht auch oft, vor allem in Filmen, dass die irgendwelche Markierungen hinmachen, die kann man später auch wegmachen, was nicht ganz so leicht ist. Aber für mich reicht das hier jetzt eigentlich, denke ich mal. Gut, wir suchen uns die Stelle. Dann dieser innere Kasten, das ist der, wo die Stelle getrackt werden soll. Also dieser Bereich wird getrackt und der äußere wird gesucht. Also wenn wir große Bewegungen haben, muss der äußere größer sein. Ist ja klar, weil wenn von der einen oder anderen, von der einen Frame zur anderen ein großer Sprung ist, dann und das dann außerhalb dieses Quadrats kommt, dann kann Blender das gar nicht feststellen, wo der Punkt jetzt ist und deswegen müsst ihr das anpassen. Wenn es dann natürlich größer ist, dann können auch Fehler entstehen und es dauert natürlich länger, der Bereich, wo gesucht werden soll. Gut. Wir können hier jetzt tracken, indem wir hier drauf drücken oder einfach den Shortcut verwenden, Steuerung T. Das sieht jetzt gar nicht so übel aus, dieser Track. Was wir einstellen können, um zu schauen, dass das auch alles mit rechten Dingen zugeht. Hier Tracking Settings, können wir den Speed auf Double stellen, mache ich ganz gerne. Dann spielt er das Ganze langsamer ab. Und wir können hier oben auch in dem Fenster vor allem schauen, ob das Ganze auch möglichst am selben Punkt bleibt. Weil das ist wichtig, ja. Da sehen wir, ein paar Fehler sind drin. Das werde ich mir gleich nochmal anschauen. Das kann man später auch am Ende mit dem Graph Editor ganz gut. Oh, ja. Wir sehen, hier springt das. Wo ist der Punkt? Mit den Arrow Keys können wir dann also hier durchswitchen und dann das einfach manuell von Hand anpassen. Wenn die Punkte natürlich viele sind, dann könnt ihr das Ganze mit Steuerung T auch nochmal anpassen. Und jetzt springt der mir so ganz doof runter. Das ist natürlich schlecht. So, ich hoffe mal, mein PC ist gerade nicht zu laut. Jetzt bleib hier oben und gut. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und ich würde vorschlagen, das macht ihr jetzt so weiter. Ich pausiere das Video, mache selber weitere Punkte. Es müssen mindestens 8 sein. Es müssen nicht 10, 20 Stück sein. 8 reichen tatsächlich. Aber ihr könnt ruhig ein, zwei mehr machen. Das zeige ich euch später gleich, um dann auszusortieren, wo die guten, wo die schlechten sind. Okay, bis gleich. So. Wieder zurück und mit ein paar neuen Tracks. Und yo, schauen wir uns das Ganze mal mit Alt-A an. Ich habe jetzt noch nichts berechnet oder so. Da werden sicherlich, ich bin mir sicher, dass da ein schlechter dabei ist, auf jeden Fall. Und dann schauen wir uns mal an, wie man das auch verbessert. Also so sollte das dann aussehen. Wenn ihr wollt, könnt ihr diese Tracking-Linie, nenne ich sie jetzt mal, auch ändern, die Länge, indem ihr einfach Length ändert. Wenn das zum Beispiel wichtig ist für euch, dass die kurz sind oder besonders lang, dann könnt ihr das einstellen. Wobei ich finde, mehr als 20 ist dann schon ein bisschen viel. Gut. Und ich wollte euch noch einen Tipp geben. Wenn ihr alles tracken wollt, ihr setzt alle Punkte, drückt STRG T, wollt alles tracken, da sind aber schon welche dabei, die ihr schon getrackt habt, dann könnt ihr die auch locken, indem ihr. Steuerung L drückt, war es glaube ich, jo. Und jetzt sind die gelockt, die können jetzt nicht mehr getrackt werden. Mit Alt L könnt ihr sie delocken, also anlocken, ne, wie sagt man, nicht mehr, dass sie nicht mehr gelockt sind. Gut, und jetzt schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Wir drücken Camera Motion und erwarten natürlich einen hoffentlich guten Wert, werden wir gleich sehen. Der Wert ist 1,4736. Ist nicht schlecht, aber nicht so toll. Der Wert sollte schon unter 1 liegen. Jetzt schauen wir uns einfach mal die Werte an. Ich drücke hier Names and Status.
Und dann mute ich das Footage und dann sehen wir gleich schon, wo gute und schlechte Marker sind. Ein paar können wir entfernen. Den würde ich entfernen. Den, den, den und den. Also, den, den. Erstmal weg damit. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Den hier. Den hier, den hier. Und jetzt schauen wir mal, was das Ergebnis jetzt hergibt. Jetzt haben wir einen Wert von 0,9. Damit kann man schon leben. Okay. Jetzt schaue ich ganz kurz mal, ob der mir das Ganze noch verbessern kann. Ich gehe hier jetzt Focal Length und die Distortion ein. K1, K2. Wo haben wir die Kamera da? Das ist die Lens Distortion. Das kann man, glaube ich, kaum selber berechnen, außer man ist ein richtiger Profi und weiß das von seiner Kamera. Und dann schauen wir mal, ob der uns hier was Besseres ausspuckt. Und tatsächlich hat er hier einen kleinen Wert entdeckt. Und mischt. Das eine habe ich leider gelöscht, wo ich mir sicher war, wo Fehler drin sind. Sollen wir das? Ach, egal. Jetzt schauen wir uns mal den Graph Editor an. Moment mal, kann man den nicht? Egal. Ich mache das anders. Mach mir den hier oben jetzt rein. Graph Editor. Und dann schauen wir uns mal die Fehler an, wo die schlimmen Fehler sind. Also, die sollten möglichst. Ups. Also wir switchen hier mal durch und schauen uns, wo hier eben schlimme Fehler sind. Das sind diese großen Ausschläge. Und manchmal habe ich solche Doppelframes. Ich glaube, das liegt einfach an der Kamera. Locken wir das Ganze mal. Da könnt ihr auch einfach L drücken. Ja, es sollte natürlich nur das eine ausgewählt sein. Okay. Und so kann man eben durchschauen. Ja, da sehen wir hier einen kleinen Fehler. Das ist immer diese Doppelframe. Ich weiß nicht, woran das liegt. Irgendwas mit meiner Kamera. Schauen wir mal. Oh, hier ist ein großer Ausschlag dabei. Oh ja, hier ist ein Fehler. Und so guckt ihr eben durch und schaut nach Fehlern. Ja, das geht hier. Ah, das ist wieder diese doofe Doppelframe. Ich weiß nicht, was da mit meiner Kamera los ist. Okay, passt eigentlich. Geht auch. Oh, hier haben wir einige Fehler. Machen wir mal ein paar Verbesserungen und schauen, ob das später tatsächlich was bringt. Also wie gesagt, mit den Pfeiltaschen kann man hier recht gemütlich durchswitchen. Na, wenn das halt so verschwommen ist, ist es natürlich schon schwer, auch für die Kamera das festzustellen. Gut. Ich denke mal, die Verbesserungen werden sich in Grenzen halten. Schauen wir einfach mal. Camera Motion. Also bei dem Video, wo ich euch gezeigt habe,
hatte ich einen Wert von 0,42, was sehr gut ist eigentlich. Aber jetzt schauen wir einfach mal, was hier rauskommt. Okay, wir gehen jetzt mal hier auf Reconstruction. Mit Tab können wir das auch einfach machen. Und lassen uns die Tracking Scene erstellen. Setup Tracking Scene drücken wir hier einfach mal. Was ich jetzt auch noch mache, ich will mir hier drei Punkte, wo ich weiß, so ungefähr, da ist der Boden. Oder das ist eine Ebene, eine Bodenebene. Set das, macht das als Floor. Dann setze ich noch einen Punkt als Origin, so ungefähr, damit das passt. Und dann switchen wir hier einfach mal auf Default. Und was ich auch noch mache, ich speichere mir das jetzt mal schnell auf dem Desktop. Tracking. Dann wird das auch zum Video gesetzt. Jetzt schauen wir mal, hat er nicht perfekt den Floor gesetzt? Egal. Versuchen wir das mal so zurechtzudrehen. Das ist dann halt auch eine Kniffelarbeit, um ehrlich zu sein, wenn Blender euch das nicht perfekt schon so hinsetzt. Muss ich leider zugeben. Aber jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie das geworden ist. Die Sonne kommt leicht von links hier, aber sehr gedämpfter Schatten. Ich mache hier mir jetzt mal einen Sun hin. Ray Shadow passt so. Soft Size tippe ich so auf 8, da müsst ihr einfach rumprobieren. Muss halt zu den anderen Sachen passen. Sapling, Sampling, Sapling. Stelle ich mal so. Sonnenlicht sollte natürlich so in etwa passen. Schauen wir einfach mal. F12 machen wir mal so ein Proberender. Okay. Ich setze das jetzt mal übertriebenerweise hier, ja. Der Schatten, der passt gar nicht so übel. Fast noch ein bisschen softer vielleicht. Wenn wir die Sampler hochstellen. Ja, ich denke mal, so geht das ganz gut klar. Jetzt können wir uns das Ganze mal anschauen, ob das ungefähr passt. Ja, nee. Ja. Also, da verrutscht er mir noch irgendwie ein bisschen zu sehr. Das gefällt mir nicht. Was machen wir da? Ich pausiere mal schnell. So, ich habe den Wert jetzt etwas kleiner bekommen auf 0,6 ungefähr. Oh, kleine Kinderruhe da. Scheiß Kinder. Okay, und es ist nicht perfekt. Ich werde euch die Blend-File auf jeden Fall hochladen und euch zur Verfügung stellen, genauso wie das Video. Ihr könnt da selber ein bisschen rumprobieren und ich würde mich natürlich über ein paar Videoantworten freuen. Ich hoffe natürlich, dass bei euch auch was Gutes rauskommt und wenn ihr sowas macht, ich würde es euch echt empfehlen, das war hier dumm. Ein paar Punkte setzen, vielleicht irgendwie ein weißes Blatt Papier mit einem Punkt irgendwo hinsetzen, ein paar vielleicht, weil da kann das Programm richtig gut dann tracken, weil der Kontrast weiß-schwarz ist natürlich der maximale und da können eigentlich keine Fehler entstehen. Und ich werde vielleicht in diese Richtung nochmal was bringen, wie man dann vielleicht die Plane mit Texturen versetzt, etc. Und was ich euch empfehlen kann, dieses Match Blend Tutorial von der Blender-Seite von Sebastian König. Das habe ich mir jetzt mal besorgt, zugelegt und noch nicht angeschaut, leider. Werde ich aber noch machen. Auf jeden Fall auf den Typ bin ich schon ein bisschen neidisch. Der hat es richtig drauf. Okay, das waren meine Schlussworte quasi. Und wie gesagt, unten in der Beschreibung werdet ihr die Links finden und viel Spaß dann beim Tracken. Tschüss!